Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Vintage Story. Ja, wir haben wieder unser Drifter-Problem. Nach wie vor, es ist absolut vorhanden. Und ich würde jetzt einfach mal Folgendes machen. Wir bauen uns mal eine Messerklinge, wenn ich noch schnell genug bin und hier noch schnell einen Stock rausholen kann, bevor alles zu fackeln wird. Kann ich. Nehmen wir hier mal noch ein paar raus. Das kann ruhig zu fackeln verbrennen. Raus. So viel brauchen wir nicht davon. Gut, dann machen wir uns mal eine Messerklinge. Dann sehen wir mal zu, dass wir vielleicht können wir mit dem Bett wirklich ein bisschen Zeit überbrücken, erstmal um einfach hier ein bisschen heiler die Nacht zu überstehen. Das ist halt wirklich nervig im Moment gerade. Also mich nervt das gerade wirklich massiv mit den blöden Driftern andauernd. Hat mich der Server zurückgesetzt. Das ist auch nicht so schön. So. Gut, dann holen wir jetzt Gras, machen Heuballen davon und bauen uns halt ein Leintuch. Brauche ich auch noch. Leinentuch. Haben wir denn genug Leinen für ein Leinentuch? War das vier oder war das? Oh, hier kommt schon der nächste angescheißert. Hau ab. Ey, das ist wirklich nicht mehr schön hier. Drei Stück. Und tschüss, ich bin weg. Wir müssen halt hier alles irgendwie zuklöppeln, damit wir ja nicht wieder überrascht werden und so. Das nervt mich massiv. Also ganz ehrlich, ich will zwar das Haus sowieso umbauen. Ich meine, das ist der Plan, das wisst ihr ja. Aber so schnell bin ich dann ja nur auch nicht, dass ich hier einfach mal. Aber ich glaube auch, also ich weiß es natürlich nicht mit Sicherheit. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als würde hier auch massiv viel mehr Drifter-Aktivität im Moment sein als noch. Früher oder früher als vor ein paar Folgen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil wir haben ja das Haus immer so gehabt, wie wir es jetzt haben. Und so wie jetzt, so krass, ist es mir eigentlich nie aufgefallen. Vielleicht haben die auch ein bisschen am Rad gedreht, sage ich mal, bei irgendeinem Update. Dass es halt jetzt mehr Drifter gibt, tatsächlich, als vorher. Gut, Bett wollte ich bauen. Oder wie war denn gleich der Heuballen? Moment. So war der Heuballen. Da. Immer Heu. Heuballen davon. Dann so. Das ein Heubett. Okay. Dann haben wir die Bretter noch. So. Und einmal Leim. Dann können wir 8,5 Stunden schlafen. Ich glaube, das rettet uns hier in der Nacht. Tatsächlich. Ich setze das jetzt einfach hier hin. Drücke, um auszusteigen. Ne, das wollen wir nicht. Natürlich, humortechnisch ist es ein bisschen eine Katastrophe mit dem Schlafen. Oha. Weil wir ja natürlich massiv Hunger generieren in einer Zeit, in der wir nichts tun können. Aber man kann immer nur eins haben. Also es ist halt so, wir müssen halt irgendwo wählen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Drifter-Geschichte ist nerviger als dieser Hunger. Du, machen wir hier wieder dicht. Erstmal und gehen raus. Okay. Also, wir brauchen. Eigentlich brauchen wir Platz im Inventar. Erstmal. Das Wichtigste. Jetzt sind hier unten natürlich 12 Millionen Drifter. Und
wahrsten Sinne des Wortes 12 Millionen Drifter. Klappt mich jetzt hier einfach mal durch. Dank der Rüstung sind wir ja doch ein bisschen schadensresistenter als vorher. So. Okay, jetzt legen wir hier erstmal das Inventar, also im Inventar einiges ab. Da brauchen wir das nicht mehr. Erstmal wieder hier rein. Dann den Quarz und so, das lege ich erstmal hier vorne in die Mischmaschtruhe. Das kann hier rein, das kann hier rein. Da ist der nächste am Start. Das ist halt das, was nervig ist. Wenn ich nicht mal in Ruhe irgendwo was ablegen kann, das ist echt hart. Also da verliere ich wirklich gerade ein bisschen den Spaß am Spiel, weil das ist wirklich so nervig. Ich meine, da kann ja das Spiel nicht dafür und wir werden jetzt das Spiel nicht abbrechen. Also keine Sorge, so wird es nicht sein, aber das hier müssen wir was tun. Also ganz, ganz schnell. Pack jetzt hier einfach erstmal rein. So, was haben wir noch im Inventar? Fleisch, wir brauchen noch ein bisschen Ton. Können wir nämlich hier den Bienenstock. Weiß ich nicht mehr genau, wie der Bienenstock ging. War das so hier? Waren auf jeden Fall zwei oder so. Ja. So. So. Ja, so. Dann 3, 4. Machen wir noch ein paar Bienenstöcke. 5. Ne, wir müssen auf 6 gehen gleich. 6. So. Die würde ich gleich mal noch setzen. Dass wir wenigstens tagsüber jetzt hier einigermaßen gut wirtschaften können. Und komischerweise kommen auch jetzt nachts Tiefentrifter, was auch die Sache natürlich noch mal schwerer macht. Wenn es nur normale wären, wäre das ja auch noch okay, aber das sind Tiefentrifter, das ist natürlich schon wieder, die sind ja noch mal einen Tacken härter. Bienenstöcke hierhin. Und jetzt erstmal jetzt noch die Bienenstöcke und dann müssen wir halt wirklich jetzt sehen, dass wir hier irgendwie das wieder beleuchtet kriegen, beziehungsweise dass wir halt so, die sind alle noch leer hier. Bevölkert, Population large. Ja. Okay, das dauert offensichtlich relativ lange, bis die wieder sich verteilen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal genug davon. Gut, Kupfer. Thematik Kupfer ist immer noch das große Ding. Da jetzt aber Tag ist und wir hier unten einmal aufgeräumt haben, würde ich jetzt tatsächlich nochmal heruntergehen. Und wir sagen mal, wir lassen hier zurück. Den Rest verarbeiten wir zu Kupfer. So, hier haben wir nochmal 32 Fackeln. Ist halt wirklich wahnsinnigste Verschwendung, was du will. Mit dem Kopf, mit den Fackeln, das ist nicht schön. So, jetzt habe ich das Problem hier mit dem Ding. Ich kann hier keinen zweiten drauf drücken. Warum? Also kann doch aber hier. Geht auch nicht. Ich kann den auch nicht mehr. Also ich kann den aufnehmen, ja, aber ich kann nicht hier reinsetzen. Muss ich dafür vielleicht erst anfangen? Was brennt denn? Jetzt wieder den heiß zu machen? Oh ja. Jetzt. Werkstück Kupfer. Aha, ich kann also kein zweites Werkstück hier reinpacken. Ah, immer so mit den Mechaniken. Wenn man da immer dahinter gestiegen ist, ist alles gut, aber
bis man dahinter gestiegen ist. Hier gleich mal noch ein bisschen Holzkohle. Das reicht auch beim Anfang erstmal. Was? Na toll. Einmal voll abgestürzt. So. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen Licht. So, aber wirklich dunkel hier. Vielleicht ist das mit dem Keller bauen hier wohl wirklich keine gute Idee. So, wenn ich jetzt hier reicht da vorne und hinten. Ich muss hier wirklich noch hier mal noch einen rein. Ich muss hier ja irgendwie noch einen drauf drücken. Also, ich verstehe es noch nicht so ganz. Weiß, dass man für eine Platte 2 Kupfer braucht. Wir haben ja auch schon mal das damit gemacht, tatsächlich. Aber irgendwie bin ich mir nicht sicher, wie ich jetzt hier noch 2 Kupfer drauf kriegen soll. Also, ob ich hier einfach einen weiteren glühenden Barren draufsetzen kann dann. Oder ob das nicht geht. Das werden wir jetzt alles so ein bisschen rausfinden müssen. Zwangsläufig. Sonst haben wir ja den nächsten Kupferbarren verschossen, aber naja, gut. Ich weiß auch nicht, ob man die wieder einschmelzen kann, ja, so ein verhunztes Werkstück. Keine Ahnung. Vielleicht geht's, vielleicht nicht. Noch Fackel. Was wir hier noch raus zaubern können. So, ist das Fleisch gut? Das Fleisch ist gut, das können wir dann erstmal gleich essen. Bringt uns nicht viel, aber wir können Buschfleisch können wir sowieso nicht anders arbeiten. So, wenn ich jetzt hier. Aha, geht. Alles klar, ich kann noch nachträglich was dazu packen. Das ist ja schon mal schön. Schwerer Schlag, möchte ich sagen. Naja, wir machen es auf die altherkömmliche Methode jetzt dann doch. Bringt eh nichts. So. Wibbeln wir das sind hier zurecht. Da haben wir eine Kupferplatte. Also hätten wir dann erstmal 2 Kupferplatten sozusagen. Für den Anfang würde das ja erstmal sogar reichen. Für eine Laterne. Müssten wir dann ausprobieren, wie wir das mit den, ob wir das mit der Kreide machen können. Ja, ob wir das mit der Kreide machen können. Quarz haben wir ja jetzt zwar auch, aber gucken, ob das einfach funktioniert, wie ich mir das erhoffe. So, hier brauchen wir noch eins. Noch eins. Das war falsch. So nochmal nach oben. Und dann nach rechts. So, dann haben wir hier. Oben. Rechts. Wir haben noch 3 Kupferbarren. Ich hoffe mal, noch, ob man die hier hüben noch nutzen könnte. Die bleibt ja nicht so lange mehr. So, F nach unten.
Boah, sag mal, rechts das Kind. Nach rechts. Zack. Machen wir noch zwei. Also es ist halt, das Schmieden ist halt auch so wirklich langwierig und zugegebenermaßen auch echt ein bisschen langweilig. Also so, wir brauchen fünf von den Pinöbeln hier unten. Wenn ich mir überlege, wenn wir das ganze Haus mit Lampen, die wir so schmieden müssen, ausstatten sollen. Ich meine, ich hatte schon den Gedanken, man kann ja mechanische Kraft nutzen. Ne? Das ist mir ja klar. Und ich hatte schon den Gedanken, die Schmiede wird wohl das erste sein, was wir mechanisch betreiben werden können müssen. Weil, wenn wir das nicht tun, machen wir uns ja tot. Aber um das tun zu können, brauchen wir Unmengen Flachs, weil wir müssen ja irgendwie in Windmühlensegel uns zurecht craften und das wird schon wieder schwierig. So, erste Kupferplatte, jetzt hier nächsten Kupferplatte. Zack. Hammer. Und zwar mit F auf den schweren Schlag. Drehen wir das Ganze nochmal und dann machen wir hier erstmal ein bisschen. Bambule her, dass es mal ein bisschen schneller geht jetzt. So, drehen wir das nochmal in die Richtung. Genau, so, und jetzt bleibt uns wieder bloß dieses ganz lahme. Aber wir müssen es halt machen, so blöd das auch ist, aber auch die Lampen. Hilft alles nichts. Wir müssen hier Mietefolgen machen. Oder ich mach's auch offscreen. Wie ich es immer mit den Malen von Weizen oder so gemacht habe. Das könnte ich natürlich machen. Wenn das offscreen machen. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das am liebsten hättet. Gesagt, also mir ist es im Grunde genommen egal, ich mache es auch offscreen, gar kein Thema. Wenn er sagt, aber da verpassen wir ja was, möglicherweise ist es ja so, dass er irgendwas verpasst, dann machen wir es im Let's Play, aber es ist halt wirklich so, folgentechnisch ist es so uninteressant, das Spielen. Gehört dazu, es ist an sich auch, ich habe immer gesagt, das Schmieden und das Töpfern hier ist eine coole Spielmechanik. Einfach weil es der Realität relativ nahe kommt, aber diese Bibusse durch die Gegend zu kloppen, ist halt wirklich. Puh. Wenn man ja beim Töpfern noch den Vorteil hat, dass man ab einem gewissen Punkt einfach diesen Kopiermechanismus sozusagen benutzen kann, wo er einfach die Bahn, die er gerade eben gemacht hat, wiederholt. Was hier ja auch nicht geht, hier muss man ja wirklich jeden Pinöbel einzeln hier reinknüppeln. Also das ist schon ein bisschen anstrengend, fairerweise. Hält das unser Hammer? Unser Hammer ist auch gleich Asche. Der Schmiedehammer ist auch gleich Asche. Haben wir noch zwei glühende Bornen, was vielleicht im besten Fall, bei unserem Glück haben wir auch garantiert keinen Hammer mehr. Das schon kommen jetzt gerade.
Es wäre schon erstmal gut, wenn die Platte wenigstens noch schnell fertig werden würde, ja. Bevor der Hammer kaputt geht. Gut, nächste Kupferplatte. Eine müssen wir noch machen. Eine muss noch, aber ich gucke jetzt erstmal schnell, ob wir noch einen Hammer haben. Hätten wir natürlich. Super geil, haben wir nämlich einen Haufen Holzkohle verwendet. Haben wir noch einen Hammerkopf? Einen haben wir noch. Einen hätten wir noch. Aber wir haben keinen Stick. Natürlich haben wir keinen Stick. Gut, schnell einen Stick holen. Hoffentlich wird uns das Metall in der Zwischenzeit nicht wieder hart, ja. Es ist wieder mal Nacht, so wie immer. Ich brauche hier einen Stick, schnell. Okay. So, Hammer und los geht's. Letzte Platte, letzte Metallplatte erstmal, bis auf weiteres. Und dann werde ich sie wohl, schätze ich mal, in Zukunft ein bisschen anders handhaben. Also insofern, dass ich vermutlich das als Offscreen-Arbeit mache, schmieden. Und euch dann bloß zeige, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist einfach vom Interesse gerade her oder vom Zusehens sinnvoller. Ihr guckt mir jetzt hier eine halbe Stunde zu oder 20 Minuten zu, wie ich hier solche Pinöbel in den schiebe. Das ist ja wirklich ziemlich langweilig. Aber wie gesagt, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es denkt, wie ihr es am liebsten hättet. Oder ihr seid beim nächsten Stream dabei. Alle Infos dazu findet ihr auf meinem Discord-Kanal. Der ist in der Videobeschreibung bzw. in der Kanalbeschreibung verlinkt. Und jetzt ist der Hammer bereit. Und auf Twitter gebe ich es auch raus, wann ich streame. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn wir hier gemeinsam mal eine Runde Vintage Story oder irgendwas spielen könnten. Das fände ich total klasse, wenn ihr die Zeit findet. Am Wochenende klappt es mit Stream im Moment eher nur sporadisch. Vielleicht am Sonntag, mal sehen, das weiß ich noch nicht. Am Wochenende liegt halt immer viel an, so mit Real Life und Familie und so. Ihr kennt das vielleicht. Das ist dieses Ding, was immer in den Mythen der Alten erzählt wird, so dieses Leben da draußen. Weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Also ich versuche es immer noch rauszufinden und versuche das real life zu leben. Aber manchmal denke ich doch, es ist nur ein Mythos. Jedenfalls klappt halt am Wochenende relativ schlecht. Im Moment zumindest. Vielleicht später, in einem späteren Zeitpunkt besser. Jetzt im Moment ist es noch schwierig am Wochenende. Könnte sowieso künftig sein, dass es eventuell bei mir mal eine größere Pause geben wird. Ich hoffe, ich kriege das hin, vorher so viel vorzuproduzieren, weil ich fahre auch im Juli in Urlaub. Ich hoffe mal, ich kriege genug in die Vorproduktion, dass ihr versorgt seid, bis ich wieder da bin. Aber dort könnte es eventuell Abstriche geben im Plan. Also auch eventuell größere Abstriche. Mal sehen. Vielleicht nehme ich meinen Rechner auch tatsächlich mit, aber ich hatte es eigentlich nicht vor, weil Urlaub ist Urlaub. Und ich sehe zwar, YouTube ist für mich ja nur in Anführungsstrichen YouTube und Twitch, sagen wir es mal zusammen, ja, in Anführungsstrichen nur ein Hobby. Aber es ist, jeder, der sowas selber macht, weiß, es ist ein anstrengendes Hobby tatsächlich. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich lass vielleicht meinen Rechner zu Hause und nehme den nicht mit. Sonst sitze ich im Urlaub auch wieder vom Rechner.
Und nehmen auf, ich meine, das ist mir keine Last für euch hier Videos zu produzieren. Mir macht das ja auch Spaß, ich mache das gerne. Ich spiele auch die Spiele natürlich gerne, aber ich glaube, ich werde es wohl so handhaben, dass Urlaub Urlaub ist. Was habe ich jetzt gemacht? Ich trottel. Müssen wir den dort noch hinknüppeln, ja. Künstlich in der Länge gezogen, ja, denn. Aufgabe, so. Ich muss ich jetzt hier was benöbeln? Gut. So. Was für eine anstrengende Aufgabe, diesen Schmieden, ey, wirklich. Also. Okay, jetzt haben wir hier Stahlplatten. Hier liegt schon eine Kupferplatte. Also, ich sage immer Stahl, aber es ist Kupfer. Ach, was willst denn du schon wieder? Verschwindibus. Wenn ich hier irgendwann, wenn die hier irgendwann ein Erfahrungssystem einführen sollten, bin ich ja klar im Vorteil mit meiner Hütte. Brauche mich bloß hier hinstellen und warten, bis die Drifter kommen. So, wir haben jetzt vier Kupferplatten. Das ist schon mal ziemlich cool. Dafür haben wir an sich nicht mehr viel Kupfer. Vier Kupferplatten. Jetzt müssten wir mal gucken, wie wir den Rest uns herstellen. Wir haben die Kerzen, haben wir auch schon. Das ist jetzt nur noch die Frage, wie erstellt man oder wie erstellen wir in unserem in dem Fall die Laternen an sich. Ich nehme jetzt hier mal noch die Kreide mit. Einfach als Spaß an der Freude. Als Spaß an der Freude. Dann gucken wir mal. Überall Drifter, überall rennen diese blöden Drifter rum und hier sind's. Hau ab. Mann, ey. Doch nicht der Ernst, ja. Kann doch nicht wahr sein, ey. Fackeln, Fackel, Fackel. Erstmal wieder bitte Licht hier hin. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir haben die Platten natürlich schön abgelegt. Das ist an sich eine gute Sache, aber wir brauchen die ja. Die jetzt dann natürlich mal noch mitnehmen. 1, 2. Nehmen wir erstmal bis 2 mit. Ich will erstmal, damit wir erstmal probieren können. Ob wir das jetzt überhaupt gleich so aus der Kalten hinkriegen. Und zwar, Hilfe. Und zwar haben wir Laterne. Eine Kupferlaterne. Da hätten wir zweimal klarer Quarz, eine Kerze und eine Kupferplatte. Oh, eine Platte bloß. Dann, daher könnten wir schon vier Laternen machen. Oder drei, also wir haben nicht genug Wachs, aber. Einmal so, klarer Quarz. Haben wir zwei Stück, können wir tatsächlich auch nehmen. Und eine Kupferplatte. Na, cool. Okay. Und jetzt ist die Frage, was können wir denn alternativ noch nehmen? Also eine Kupferplatte und der normale Quarz geht da auch. Nee. Jetzt die Frage, was können wir, wenn ich jetzt hier mal ein wenig Quarz Borax male. Mach das mal, wir malen mal den Borax. Gucken, was passiert. Also ich habe jetzt auch keine Ahnung, was, ob das jetzt hier funktioniert oder nicht. Mach das jetzt einfach mal. Ist das hier? Boraxpulver. Können wir mit Boraxpulver vielleicht eine Laterne bauen? Auch nicht wirklich. Ja, das muss ich mir nochmal angucken. Aber wir haben eine Laterne. Immerhin schon mal. Damit ist der Anfang gemacht, würde ich sagen. Die hänge ich mir hier hin. Jetzt müssen wir dann halt sehen, wie wir das mit dem Quarz. Quarz können wir noch nicht abbauen. Wir können aber auch noch. Vielleicht müssen wir uns einfach mal wirklich so eine Spitzhacke machen. Ich meine, ein bisschen Wismut haben wir. Vielleicht können wir genug Wismut, um Wismutbronze herzustellen. Würde natürlich schon mal viel helfen. Vielleicht mal erstmal noch schnell. Okay, Freunde.
Habt vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.